Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play auf dem Knacklappen-Kanal. Heute mal mit Hand of Fate 2. Falls ihr den ersten Teil noch nicht kennt, das Ganze ist ein kartenbasiertes Adventure, würde ich mal so sagen. Und mit Karten meine ich nicht Maps, sondern Spielkarten. Man baut sich mehr oder weniger ein Deck aus Spielkarten zusammen und random generiert bestreitet man ein Abenteuer. Aber das Ganze werdet ihr jetzt sehen, wenn ich das Spiel starte, denn wir starten direkt mal ein neues Spiel. Your memories are fading even now, gone to form the soul of the game we play. These pieces are new, as are the stakes. Life, death, and vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. Wie man sieht, ist der gute Dealer aus dem ersten Teil nicht mehr ganz so frisch, da wir ihn besiegt haben. Was jetzt genau mit ihm passiert ist, werden wir, denke ich, dann noch im Laufe des Spieles erfahren. Wir sind natürlich ein Mannequin. These cards represent your history and our game. We know where they end, for you are here. Therefore, these cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. Der Narr steps into nothingness, because they know no better. In the same way, you must step into the void. You are a blank slate, and together we will write your history. Entschuldigung, das war eine Ereigniskarte, die wir abgeschlossen haben. Das ist, ich nehme es an, das ist ein Token, das wir am Ende bekommen und wofür wir dann neue Ereigniskarten dann bekommen am Ende einer Partie. Der Dealer hat jetzt direkt schon eine Karte aufgedeckt. Das ist das Ereignis Überfall im Wald. Du bist viele Meilen auf der Suche nach den Dieben, die ich ausgeraubt habe. Durch diesen Wald gestolpert. Du bist müde und hungrig, aber auch entschlossen, das Amulett deines Vaters zurückzufordern. So, das ist jetzt ein Kampfereignis. Du siehst endlich die Diebe, die dabei sind, einen Baum zu fällen und miteinander zu streiten. Das wäre dann der Kampf, den wir bestreiten müssen. Das wären vier Banditen plus einen Bosscharakter, den Schwindler. Jetzt haben wir hier die Auswahl und je nachdem, was wir auswählen, wird sich dieses Ereignis anders entwickeln. Ich würde mal sagen, wir gehen näher dran, um zu lauschen. Every element of the game has been improved. Even those that seem at first glance familiar. Do not worry. You will soon understand the nuances. So, jetzt haben wir hier wieder eine Wahl, wie wir vorhin gesehen haben. Haben wir eine 75-prozentige Chance, das Ereignis zu bestehen und 25% die Chance, dass es fehlschlägt. Und je nachdem bekommen wir einen Bonus oder einen Malus im Kampf. Kann auch dementsprechend andere Ergebnisse geben in Form von Loot oder keine Ahnung was, Leben. Oder hier unten sieht man ein Stück unserer UI. Damit Leben, Nahrung und Gold. Leben ist, kann sich wohl jeder denken. Im Kampf verliert oder gewinnt man Leben, je nachdem, ob man dann irgendwie Life-Leech-Zeug hat oder sowas. Nahrung wird pro Aktion auf dem Brett hier unten verbraucht. Und Gold, damit kann man sich dann bei Shopkarten dann Gegenstände kaufen, die man dann im Kampf benutzen kann, beziehungsweise die passive Fertigkeiten haben.
Ich kenne aus dem ersten Teil, glaube ich, nur noch diese Kartenauswahl, aber wie ich hier unten sehe, gibt es auch Würfel, die wir dementsprechend dann, denke ich, würfeln können, falls irgendwas passiert. Wir nehmen mal hier die zweite und es war ein Erfolg. Du schleichst vor und hörst, wie ihr Anführer ein paar Befehle bellt. Es ist ganz einfach, sagt er. Die Idioten laufen die Straße runter, ihr fällt den Baum und springt aus dem Gebüsch. Sie werden zu verängstigt sein, um zu kämpfen, und wir werden reich sein. Warum greifen wir nicht einfach aus dem Hinterhalt an und erstechen sie? Fragt einer von ihnen. Eine weitere Person mit Kapuze gibt ihm recht. Ja, Leichen können sich ja auch nicht wehren. Frust kann aus der Stimme des Anführers vernommen werden. Dem Kaiserreich ist es egal, einige Bauern ein paar Sprossen verlieren. Wenn aber jemand auf der Königsstraße ermordet wird, wird es hier nur so vor Soldaten wimmeln, bevor ihr auch nur eine Münze ausgeben konntet. Wir brauchen den Ärger nicht. Jetzt seid still, sie kommen. So, es erscheint schon bald eine Gruppe Bauern, die mit ihren Waren auf dem Weg zum Markt sind. Die Diebe fällen einen Baum, um ahnungslose Bauern auf dem Weg zu versperren. Sie springen mit gezückten Waffen aus ihrem Versteck. Gebt uns alle eure Nahrung. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten, die wir hier auswählen können. Den Bauern zu Hilfe eilen, den Bauern Hilfe anbieten, aber sie warnen, dass diese nicht kostenlos ist. Den Dieben bei ihrer Erpressung helfen. Ich nehme an, hier werden wir dann gegen die Bauern kämpfen, beziehungsweise müssen dann nicht kämpfen, sondern kriegen einfach Nahrung. Hier kriegen wir dann die Nahrung von den Bauern, aber unser Amulett nicht zurück. Und hier können wir dann gegen die Banditen kämpfen, kriegen dann unser Amulett zurück. Ich sehe gerade, hier gibt es eine Inventarkarte. Wir haben auch schon paar Items hier. Und zwar ein vernachlässigtes Schwert, ist einhändig rostig, hat einen Schaden von 13, hat kritische Treffer, rostig und einhändig. Was das Ganze jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Ein Holzschild mit vier Rüstungen, rostig und Schild, Abenteuergewand, eine Tunika und eine Kapuze. Ansonsten nicht viel, kein Ring, keine Handschuhe. Und was das hier ist, weiß ich im Moment nicht. Aber wir werden mal gegen die Banditen kämpfen. Wir helfen den Bauern. Wir wollen ja auch unser Amulett zurück. Du ziehst mit einer geübten Bewegung deine Waffe. Nun, hörst du den Anführer sagen. Jungs, kümmert euch darum, ich treffe euch, wenn es erledigt ist. Ah, der Anführer verpisst sich also, es sind nur noch die vier Banditen über. Das Kampfsystem soll gegenüber dem ersten Teil auch ein bisschen verbessert worden sein. Soll noch nicht perfekt sein, aber naja, wir schauen uns das Ganze mal an. So, sieht auf jeden Fall wieder schick aus. Hier haben wir unsere vier Schläger. Schläger, Gewalt um der Gewalt willen und Diebstahl um des Geldes willen. Diebe greifen häufig an und können normalen Angriffen ausweichen, was schwere Waffen weniger effektiv macht. So, hier haben wir unsere drei Bauern-Buddies. Linke Maustaste ist Angriff, E ist Verteidigen. Space ist Ausweichen bzw. Rennen. R ist die Waffenfähigkeit und F ist Tor. Oh, das ist alles viel zu viel. Okay, wenn der wenn dieser graue Indikator kommt, dann können wir anscheinend blocken. Jawohl, das können wir. Pow! Schön totgeprügelt den alten. Komm her, ich hau dir aufs Maul. Nice. Wurden wir eigentlich getroffen? Ich glaube, wir wurden zweimal getroffen. Müssen wir gleich mal schauen. Wir haben ein bisschen HP verloren. Konnten aber alle Diebe töten und den Bauern helfen. Ja, wir haben 4 HP verloren. Die Bauern durchsuchen dankbar ihr Brotbeutel. Vielen Dank. Nach unserer Nahrung hätten sie uns sicher unser Leben genommen. Wir haben 7 Nahrung bekommen. 5 Nahrung bekommen.
Mit einem Seufzer stürzt du dich auf die Nahrung und verschlingst das Brot, um deinen Hunger zu stillen. Ah, wir haben eine Nahrung verbraucht, um ein bisschen Leben zu regenerieren. Habe ich gerade vergessen zu lesen. Könnt ihr ja Video anhalten und könnt ihr mal lesen, was da war, was da jetzt stand. Ihr Anführer muss es noch haben. Du stehst auf und entschlossen, ihn zu finden. So. Wir haben also immer noch den Auftrag, finde den Anführer der Diebe und hole dein Amulett zurück. Jetzt haben wir die Landkarte. Hier ist unser Spielbrett. Das ist mehr oder weniger das Abenteuer, das wir gerade bestreiten. Wir können jetzt also eine Karte weiter. Eine Karte weiter heißt, wir verbrauchen eine Nahrung. Ein Freund in der Not. Als du am Feuer sitzt und die Wärme genießt, erspähst du eine Gestalt, die sich deinem Lager nähert. Was aus der Ferne wie eine schwimmende Dame aussieht, entpuppt sich im Lichtschein als schlecht verkleideter Kobold. Ein schmutziges Fuchsfell dient als schlecht sitzende Perücke. Der Goblin zwinkert dir mit wilden roten Augen zu. Aha, ich suche schon seit Stunden nach euch. Wir müssen das schnell erledigen, sonst werde ich es nicht schaffen, nach Sonnenaufgang all die Leute auf meiner Liste aufzusuchen. Er senkt einen Sack von seiner Schulter. Ich kann jetzt alles, was ihr wünscht, aus dem Sack holen. Die Stimme des Goblins verstummt allmählich, während er den Sack untersucht. Nun, das könnte ich, wenn er kein verdammtes Loch hätte. Der Goblin steckt seinen Kopf in den Sack und schiebt seine Nase durch das Loch. Da hilft nur ein neuer Plan. Der Goblin zieht seine letzten zwei Gegenstände heraus. Ich kann euch Vitalität geben oder tödlich machen. Was wäre euch lieber? Wir können hier etwas aussuchen. Ist das hier Axt des Kriegers? Kann ich mir das irgendwie genauer anschauen? So, Axt des Kriegers. Kritische Treffer, Panzerbrecher, stoßfügt gepanzerten Gegnern, gepanzert von Gegnern, die durch... Moment. Panzerbrecher. Stoßfügt gepanzert von Gegnern der Fraktion verderbte zusätzlichen Schaden zu. Das ergibt keinen Sinn. Okay, schwere stoßfügt Rüstung von Gegnern zusätzlichen Schaden zu, wenn sie abwehren. Ja, auf jeden Fall irgendwelche Fertigkeiten. Wir haben Schwert des Soldaten. Gegenschlag. Es ist gegen Nordlinge und einhändig, kann Kombo-Angriffe verwendet werden. Hier haben wir ein Schild. Reflektierender Schild setzt Verteidigung ein, um Angriffe von Fernkampfgegnern zu reflektieren. Kann nur mit einer einhändigen Waffe ausgerüstet werden. Ich denke, wir nehmen mal das Soldatenschwert. Das sieht an sich eigentlich ganz okay aus. Wobei es hat nur 15 Schaden, hat aber ansonsten bessere Werte wie unser rostiges Schwert. So, alles klar. Rostig heißt also, dass man das nicht verkaufen kann. Ja, wir ersetzen das Ding direkt mal mit unserem alten Schwert. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Schwert, die mehr die bekommen. Ist auch mal ganz gut. Eine weise Entscheidung. Ich muss jetzt gehen. Ich muss noch viele andere Personen aussuchen, bevor ich mich ausruhen kann. Der Goblin rennt in die Nacht. Seine Fuchsperücke flattert in der Abendbrise. Jawohl. Das soll wohl irgendwie eine Anspielung auf, keine Ahnung, den Weihnachtsmann gewesen sein? Das, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine Ereigniskarte, die einem anscheinend, ja, einfach einen Gegenstand gibt, den man sich aussuchen kann. Hier ist unser neues Schwert, das wir ausgerüstet haben. Kann ich eigentlich auch Dual Wild kämpfen? Ne, kann ich nicht. Das ist ein Shield-Slot, nehme ich mal an. So. Dann kommen wir direkt mal weiter auf die nächste Ereigniskarte. Das Waldvolk finden. Can you find it? Ja, das ist also ein Token. Wir müssen das Event richtig... Entschuldigung, irgendwie ist mein Hals im Moment ein bisschen zu. Das heißt, ich muss mich ein bisschen räuspern ab und zu mal. Wenn wir das Event richtig abschließen, bekommen wir das Token und dafür dann die Fortsetzung von dieser... von dieser Karte. Das heißt, wir können dann im nächsten Adventure den nächsten Schritt dieser Karte dann ja, ausführen. Deine Reise durch einen Wald wird von einem wissbegierigen Kind unterbrochen. Such dir nach dem Waldvolk. Mein Onkel meint,
dass sie in diesem Wald umherwanderten und Geschenke verteilten. Ich will so ein Wesen finden, um es um Zitronenkuchen zu bitten. Als es losspurtet, um unter einem Baumstamm in der Nähe nachzusehen, ruft das Kind noch zurück. Denkt daran, wenn ihr ein Wesen vom Wald voll trefft, besorgt einen Zitronenkuchen für mich. Aus der anderen Richtung ertönt ganz leise ein gespenstiges Lied. Du versuchst, den Ursprung zu finden. Ah, alles klar, ist wieder so ein... Ja, das hier. Jawohl. Haben wir. Wieder so ein Event, wo wir uns 75%ige Chance hatten, das abzuschließen. Du folgst dem Lied durch Dickicht und über Bäche. Du bist eine in goldenes Sonnenlicht getauchte Lichtung entdeckst. Bist du eine... Ja, ja. Du siehst eine ältere Frau, deren Gesicht ebenso krumm ist wie die Äste des Waldes. 12 Jahre ist es her, seit mich das letzte Mal jemand besucht hat. Sie flüstert mit einer Stimme, die trotzdem in deine Ohren dröhnt. Ihr könnt mich besuchen, wenn ihr Hilfe benötigt, mein Kind. This is yours now. Even if you lose the challenge, you have earned this token. Das heißt, selbst wenn wir das Abenteuer jetzt hier verkacken, aus irgendeinem Grund, wir schaffen den Kampf nicht oder was, dieses Token gehört uns. Wenn wir das Abenteuer das nächste Mal dann nochmal bestreiten, können wir diese Karte austauschen gegen die darauffolgende, was am Ende wahrscheinlich dann eine Belohnung oder sowas ergeben wird. Gehen wir mal weiter. Das wird jetzt der Boss sein hier. Nothing could be more fitting now than meeting the mage who started this all, or at least started it all for you. So. Eine Spur aus gefällten Bäumen und bestürzten Bauern führt dich zurück zu dem Amulettdieben. Die Banditen umzingeln mit gezückter Waffe ihren ehemaligen Anführer. Ihre internen Machtkämpfe scheinen schlimmer geworden zu sein. Ich meine es ernst, Leute. Wir werden die Beute fair verteilen. Es gibt keinen Grund für Gewalt, beschwört der Banditenanführer. Wer hat jemals einen Dieb von fairen Verteilen von Beute reden hören? Faucht einer. Ihr taucht auf und kommandiert uns herum. Dabei haben wir kaum jemanden abgestochen. Ich habe seit Tagen niemanden erstochen. Tagen, beschwert sich ein anderer. Der Anführer bemerkt dich und winkt dich zu ihm. So. So gerne ich eine Diskussion bezüglich Beuteverteilung und Messerstechereien fortführen möchte, ich fürchte, dass ich etwas Dringendes mit meinem Partner hier besprechen muss. Er begrüßt dich und flüstert, haltet mich am Leben und ich werde euch reich für eure Mühen belohnen. Jetzt haben wir die Option, ihm sagen, dass Gold das von ihm gestohlene Amulett nicht ersetzen kann. Sagt ihm, dass er für seinen Diebstahl mit Blut bezahlen wird. Sagen wir ihm, dass das Gold für sein, das von ihm gestohlene Amulett nicht ersetzen kann. Der Anführer hält einen Finger hoch. Die erste Regel von Verhandlungen: verrate nie, was ihr haben wollt. Tötet diese Räuber und ich gebe euch gerne euer Amulett zurück. Die stets zuverlässigen Diebe ziehen ihre Klingen, um euch auszurauben. Gebt uns euer Zeug oder wir werden euch erstechen, bellt einer von ihnen. Du denkst über deine Option nach, entweder kämpfen oder all die Nahrung und Gold geben. Na, kämpfen wir mal aus. Du ziehst deine Waffe und machst dich bereit für einen Kampf gegen die Missetäter. So, da haben wir jetzt unseren zweiten Kampf gegen vier Diebe. Diesmal aber ohne unsere Bauernhilfe, aber mit einem neuen Schwertimerti. Das war so nicht geplant. So, hol ich einfach den. Und tot hier. Da kannst du springen, was du willst hier. Schön abgestochen, den Hund. Jetzt noch du. Papa, papa. Au. Okay, da hat er mich ein bisschen überrumpelt mit seiner Attacke. Aber ist ja auch nicht ganz so schlimm. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt, wo der Kampf vorbei ist, betrachtet der ehemalige Banditenanführer das Massaker zu seinen Füßen und nickt zufrieden. Er streckt eine Hand aus. Mein Name ist Malaklyps, Bade der Extraklasse. Sein Lächeln verblasst unter deinem vernichtenden Blick.
Dein Ärger verspürend hebt er die Hand zu kapitulieren. Warte bitte nicht voreilig. Wir sind hier auf derselben Seite. Ich bin ein aufrechter Bürger, genauso wie ihr. Es stimmt schon, ich habe für die Diebe gearbeitet, aber nur zum Wohle aller. Nein, im Ernst. Vor meiner Arbeit haben sie Leute getötet. Ich weiß, dass es nicht gut aussieht, aber seht nur. Er hebt das gefallene Amulett auf, drückt es dir in die Hand. Alles ist vergeben und vergessen, ja? Du starrst das Amulett an. Es kommt dir nicht bekannt vor. Oh, Malaklyps krächzt, kratzt sich am Kopf, eröffnet einen kleinen Beutel. Welches gehört euch? Oh, was haben wir denn hier? Amulett des Vaters. Was haben wir hier? Löwe, Pharao, Stier, Adler. Ich würde ja an sich zwischen Löwe und Stier tendieren, oder? Pharao ist an sich eigentlich auch ganz cool. Gibt es Magie in dem Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Ob es Fernkampfwaffen und sowas gibt? Immer Löwen. Löwen ist schön. Der Löwe auf dem Amulett. Das steht euch gut zu Gesicht. Eine verblüffende Ähnlichkeit. Hört mal. Wisst ihr was? Ich bin einsam, ihr seid einsam. Wir sollten zusammenarbeiten. Wir sollten einander kennenlernen, jetzt wo wir Freunde fürs Leben sind, sagt Malaklyps. Verratet mir, woher er kommt. So, das ist, glaube ich, neu. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Oh, was haben wir denn hier? So. Ah, ich bin aber ein Hübscher. So. Wähle ein Aussehen aus. Ah, okay. Können wir unseren Charakter verändern. So, wir nehmen das hier. Wir nehmen hier gemäßigtes Klima. So, okay. Wir nehmen das. Der Haarfrisur. Wie ihr sicherlich schon mal gesehen habt, bin ich nicht gerade mit üppigen Haarwuchs auf dem Kopf gesegnet. Hier fehlen leider noch mal ein paar harte Geheimratsecken bei mir, aber hey. Okay, das ist das Amulett hier vorne, das wir tragen. Löwenamulett ist schon an sich okay. Und das ist unser Farbschema, oder was? Jo, nice. So. Was haben wir denn hier alles so Feines? Das sieht doch nett aus. Blau, Rot, Weiß, Blau. Jawohl, beenden. Sind wir nicht hübsch? Wir sind schon ziemlich hübsch. So. Aus dem Ostgürtel, ha? Ach, wirklich. Gute Leute kommen aus dem Ostgürtel. Sie sind sehr vertrauensvoll. Übrigens, ich meine, wir, Partner, schulden Vignus von der Diebesgilde Geld. Er ist recht wütend auf mich und uns. Wir sollten gemeinsam zur Bruchbrücke reisen, um ihn zu beschwichtigen. Etwas Gold dürfte helfen. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, bin ich doch recht beschäftigt. Malaklyps folgt einer hübschen Händlerin, die die Straße hochläuft, mit einem Auge. Es wäre also am besten, wenn ihr das Gold besorgt und mich dort trefft. Lol, was für ein Otto. So. Da haben wir auch schon unser nächstes Abenteuer gestartet, direkt. Besorge Gold für Vignus. Let us learn what sort you are. Strong, clever, wise. The circumstances under which you come here put the lie to that. So, du nimmst an einem Kräftemessen auf dem Jahrmarkt teil. Ein Goldpreis erwartet den Sieger. In der ersten Runde des Wettbewerbs triffst du auf den zierlichen Roland, ein Halbling aus einer wandernden Akrobatengruppe. Ah. Jetzt müssen wir also würfeln. Unser Ziel ist 10. Das ist auf jeden Fall neu. So, den würfeln wir mal neu, denn wir brauchen ja nur eins. Ein Hurz! Jawohl, 10 Punkte. Wir haben gewonnen. Nice. So. Und dafür kriegen wir jetzt
Roland ist deiner Kraft nicht gewachsen. Er machte einen enttäuschten Rückwärtssalto vom Tisch und sammelt seinen mickrigen Preis ein, bevor er ratschlagend durch die Tür verschwindet. Yeah, 10 Gold bekommen. Du nimmst deine Belohnung auf dem Weg aus der Taverne an dich. Wenn du zurückkehrst, wirst du in der nächsten Runde um einen besseren Preis spielen. Ah, wir können also gleich nochmal hier hin. Müssen wir mal schauen. What concern is worrying at your mind? Let it fall into the waters beneath. Be like water, my friend. Als du gerade eine Steinbrücke überquerst, wirst du auf einmal von einer Schurkenbande aufgehalten. Fäule, 4 Stück. Du kannst deine Stellung halten und die Gegner bekämpfen oder dich im Fluss unter dir auf Gedeihen Verderb ausliefern. Wir werden kämpfen. Du ziehst deine Waffe. So, oh, Zombies sind das. Stein-Zombies, infiziert. Der erste Kuss der Verderbnis bringt die dunkelsten Elemente ihrer Opfer an die Oberfläche. Betroffene Gegner sind schwach, wodurch sie niedergeschlagen werden, wenn ihre Gesundheit niedrig ist. Nutze den Todeshieb, bevor sie sich erholen. Na, komm mal her, ihr Ottos. Pow, 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 pow. Pow. Zack. Schön totstechen, den Kollegen. Den auch. Das heißt, diese Zombies kann man nicht endgültig besiegen. Man muss sie also irgendwie totstechen. Oh, oder auch nicht. Und noch weiter auf sie einprügeln, bis sie einfach irgendwann tot sind. Aber ist ja auch okay. Mein, mehr Gewalt ist mehr gut. So. Aber direkt gewonnen. Das Blut deiner Gegner läuft allmählich zu Pfützen zusammen, während du innehältst, um dich nach etwas Nützlichem umzusehen. Wir haben, was? Arsenal? You can do better given time. Standard, normales Schild. 10 Verteidigung und reflektierender Schild. Wir können damit Fernkampfprojektile zurückwerfen. Oh, warum nicht? Können wir direkt mal ausrüsten. Und 10 Gold. Nice. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal zurück. Passiert aber nichts. The roads have become even more deadly since the Empire has come to power, despite their promises of the opposite. Auf dem Weg vor dir siehst du einen umgekippten Wagen und hörst, wie eine Frau um Hilfe ruft. Bitte helft mir, schreit sie. Ich wurde von einer Räuberbande überfallen. Könnt ihr mir bitte helfen? Jo. Die ist wahrscheinlich Teil der Räuberbande, aber wir wissen, wir sind alle gute Boys. Deswegen müssen wir der Dame jetzt erstmal helfen. So. Unser Ziel ist 12. Wir haben aber nur 2 Würfel. Ne, 3. Okay, da hinten ist noch einer. Und wir haben 13 gewürfelt. Nice. Direkt gewonnen. Vielen Dank, sagt die Frau, als du ihr den Karren aus dem Karren hilfst. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 10 HP. Das ist auch ganz nice. 5 Gold und... du dankst der Frau und setzt deine Reise fort. So, wir haben jetzt was? 35 Gold, voll AP und 9 Rüstung. In aid of what? You see how quickly the actions of the usurper are turned into tales for children. Du näherst dich dem verschlafenen Dörfchen Langheim. Die Dorfbewohner scheinen gerade irgendwas zu feiern. Das frohe Treiben scheint sich hauptsächlich um den großen Staat zu drehen, die einen furchterregenden Krieger darstellt, der triumphierend auf allen liegenden Echsenmännchen herunterschaut. Der Usurper, den der gute Kartengeber da die ganze Zeit meint, nehme ich mal an, ist unser Spielcharakter aus dem ersten Teil, der den Kartenleger so ein bisschen weggemacht hat. Ich habe den ersten Teil noch fast durchgespielt gehabt, aber nie ganz, deswegen weiß ich nicht wirklich, was am
was am Ende des ersten Teils passiert. Werde ich mir wahrscheinlich mal reinziehen müssen. Wir können mal einen Einheimischen fragen, was hier vor sich geht. Ein freundlicher Stallbursch erklärt: Vor sehr langer Zeit wurde unsere Stadt von Wesen angegriffen, die halb Menschen, halb Echsen waren. Wir hatten weder Nahrung noch Ruhe und sehr wenig Hoffnung. Unsere Erlösung kam in Form eines namenlosen Helden, der die Bestie jagte und im Gegenzug kaum mehr als ein paar Münzen und etwas Brot verlangt hat. Wir ehren ihn hiermit, die Statue ist gefüllt mit Nahrung und Gold. Wir zerschlagen sie nacheinander mit einer Keule. Ihr seid herzlich willkommen, euch zu uns zu gesellen. Ihr dürft behalten, was herausfällt, sofern ihr schneller als die jungen Schlingel seid. Jo, wir folgen bei der Parade auf Statuen einprügeln und dann den Loot einsammeln. Das können wir sicherlich ganz gut. Die Parade und die Statue schlängeln sich durch die Stadt und sie ist fast außer Sichtweite der Parade folgen. Die Parade endet am Stadtplatz. Du beobachtest, wie die Dorfbewohner einer nach dem anderen mit der Keule auf die Statue einschlagen und dann die Nahrung und das Gold einsammeln, was herausfällt. Ein Einheimischer bemerkt dein Interesse und fragt, ob du es gerne versuchen würdest. Ja, ich mach mal mit. So, großer Erfolg, Erfolg, Erfolg. Das heißt, wir haben jetzt sogar die Möglichkeit, einen kritischen Erfolg zu erhalten. Das heißt, wir kriegen dann mehr Loot, aber wir haben einen normalen Erfolg. Die Keule trifft die Brust, mit den Leckerbissen gefüllten Bestie etwas Gold fällt heraus. Du siehst dir die Beute an und versuchst sie aufzusammeln, bevor jemand anderes es tut. 15 Gold. Oh. Oh. Das ist ein Fehlschlag. Und wir kriegen nichts. Bevor du etwas einsammeln kannst, schaufeln die Kinder sich die Beute in den Korb und rennen davon. Jetzt ist jemand anderes an der Reihe. Ah, wir kriegen da leider nichts. So. Und ich würde mal sagen, jetzt machen wir noch schnell das hier Ereignis. The end of the beginning. Running errands for mages. This will become a theme, I dare say. So, du erreichst Bruchbrücke, als die Sonne gerade hinter dem Horizont zu verschwinden beginnt. Du siehst, wie Malaclips sich eine Auswahl an Käsesorten auf dem Marktplatz ansieht. Wenn das nicht mein guter Freund ist, sagt Malaclips, die abenteuerlustige Person, habt ihr mir das Gold mitgebracht? Vignus hat ein Treffen am Friedhof arrangiert. Wir gehen mal zum Friedhof. Du fragst dich, ob dieser Ort wegen seiner Abgelegenheit gewählt wurde oder weil es einfach ist, leichenlos zu werden. Vignus grüßt Malaclips mit einem durchtriebenen Lächeln. Ihr seid also doch noch gekommen und sogar mit einem Lakaien im Schlepptau. Wir hatten unsere Zweifel, wisst ihr? Gear Anarchist. Das ist also ein Boss, nehme ich mal an. Vignus lässt seinen Knöchel knacken und kichert. Nun gut, Malaclips, überzeugt mich. Warum sollte ich euch heute nicht einen Kopf kürzer machen? Du holst dein Gold hervor und auch Malaclips durchsucht seine Taschen. Ein schwerer Beutel voller Reichtümer landet mit einem dumpfen Laut vor Vignus Füßen. Das Geräusch zerreißt sich still im Friedhof. Damit wäre unser Geschäft erledigt, sagt Malaclips mit hörbarer Sorge in seiner Stimme. Mehr Ärger ist nicht nötig. Es tut mir leid, Mal, sagt Vignus mit einem Grinsen. Ihr hättet wissen müssen, dass die Gilde niemals zulassen würde, dass sie mit Geld bezahlt wird, das von ihren Mitgliedern gestohlen wurde. Okay, wir müssen jetzt also kämpfen. Wir kämpfen mit unserem ihr Buddy da gegen 4 Diebe und den Anarchisten da. Wie auch immer da heißt. Oh, ist hier der kleine Feuerteufel da, ja? Vignus, der Verrückte. Heimtückisch und gierig, eine gefährliche Mischung. Anarchisten werfen brennende Bomben, die Feuerschaden verursachen. Deine Rüstung hilft hier nicht weiter. Okay. Dann hau ich dir mal aufs Maul. Okay, kann ich wahrscheinlich ausweichen. Wie ihr seht, bin ich noch nicht ganz so auf der Höhe. Lass mal, ja, hör mal auf mit der Spucke weiter. Die hau ich jetzt noch aufs Maul, bevor ich dann jetzt den anderen hier aufs Maul hau.
Das ist nicht ganz so nett, ha? Ja, so alleine ist er kein Problem mehr, Kollege. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den so ein bisschen totstechen. Na, da hat er den I wear my sunglasses at night auch nicht viel gebracht, hä? So. Malaclips kratzt sich nachdenklich am Kinn. Ihr könntet wohl jemanden gebrauchen, der sich mit Diplomatie und ihren Tricks auskennt. Wollen wir unsere Partnerschaft bei dem einen oder anderen Bierchen besprechen? Deine Widersprüche stoßen auf taube Ohren, während ihr den Friedhof verlasst. So, den Narr. Haben wir jetzt bekommen. You have cleared the first challenge, and now we can move on to the next. So, jetzt haben wir hier eine Auswahl an zwei Karten, die wir nicht sehen können. Wir nehmen mal die linke. Kardinalsklinge, oh ne, es sind beide, die wir bekommen. Kardinalsklinge und Bastion der Läuterung. Das sind Gegenstände, die wir jetzt nicht direkt bekommen, sondern die wir jetzt auf unseren Abenteuern finden können. Jetzt haben wir auch vier neue Abenteuerkarten bekommen. Jetzt haben wir der Marktdieb, Törtchenpasteten und exotische Lügen, die Weggabelung und Armdrücken. Das heißt, wir haben jetzt die nächste Armdrücken-Challenge, die wir dann auf unserem nächsten Abenteuer bestreiten können. Dann haben wir außerdem Malaclips Problem und der Schwindler, weil du Malaclips Freundschaft abgeschlossen hast. Und hier ein Token, das wir aufgesammelt haben. Das ist jetzt die alte Dame des Altvolkes, die alte Frau. Welcome to my challenges. Together we will traverse 22 paths of wisdom and despair in the hope of awakening. So, aber ich würde mal sagen, bevor wir uns das hier jetzt anschauen, beenden wir diese Folge hiermit, weil es sind schon auch schon wieder 5 Minuten über der Zeit. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ihr fandet es interessant und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Hand of Fate 2 auf dem Knackklappen-Kanal. Bis dahin, ciao, ciao.